Na, ihr geilen Granatäpfel, kommt zurück zum Let's Play Pokémon Smaragd. Hier ist Babakaya von Orange Force. Und dabei ist Der wieder Björn. Guten der Tag. Elfrion, genau. Wir haben ein bisschen gelevelt. Ich habe alles so ungefähr 24, 23 gelevelt. Hab jetzt auch das Zwirfinst, ja, Zwirfinst mit dazu genommen und auch bis 24 Ja, die trainiert. beiden haben wir reingenommen. Das ist aber auch alles 23, exakt 23, wunderschön. Und ja, ich habe Angst, aber ich habe einen Plan zumindest. Mal schauen. Werden wir sehen, ne? Wollt er kämpfen? Der wollte kämpfen, der Boy, ne? Du darfst dir aussuchen, glaube ich, ob du den mit ihm battlest. Wollen wir? Eigentlich nicht. Ne, ich hab's eigentlich nicht Ne, wirklich. vor allem wegen EP. Ja. Ich will jetzt nichts auf 25 kriegen. Nein. Ich bin stärker geworden. Nö. Wir müssen den battlen. Ah. Oh, Hab so ich ein voll Fake, vergessen. Alter. Maike hat Okay, uns da haben einfach sie ihn. Okay, gehen da haben sie lassen. ihn. Nicht gesagt, er hat dann halt Er hat ihn auch Trassler. dann. Er hat Er meinen. Also jetzt holt aber die schweren Geschütze. Ey, 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 ey. glaube, da kann ich sogar drin bleiben mit Honda. Jetzt so, Critical Finish. Hier war der Mogelhieb. Hat schon fast killt, ne? Ja. Ja, der Cut hat seinen Job erledigt. Und Marzi ist Level 24. Tada! Na gut. Ich hab sogar drei Trainer drinne, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ist echt stark, Heiko. Man Bist eine richtige Bombe. muss sagen, ja, das ist auch was vorerst. Da kommt man mit dem Trassler hier und einfach einmal auf den Deckel, das war's, ey. Vor Ja, allem, wie super. kam der denn hierher mit dem Trassler? Er muss doch tausendmal gestorben sein auf jeder Route. Oh, Scott, du nerviger Boy. Watch ab. Der Inselbewohner wieder. Ja. Gleich mal ein Muss mal Doppelkampf, ja? heilen. Kampf? Ja, den mache ich auch Ah, gleich mach so, wer da das. ist. Das sind sogar vier Trainer hier drin, oder sogar fünf? Wie viele sind denn hier drin? Holy shit. Vier Pokémon. Mideti ist kein Elektro-Pokémon. Das wird gleich reported. Schreibe ich gleich mein Das Ticket. ist echt. Machen wir auch gleich weg hier, das mit Dete, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Fällt auch gerade ein, wieso ich eigentlich nur den Cut jetzt auf Mideti gemacht habe. Und, aber es hat eh keine Kampfattacken, haben wir ja schon letztes Mal gemerkt. Es hat ja nur Confusion. Und das überlebt mein Kickli auf jeden Fall. Es hat so viel Spätzdef. Ja, sowieso. Ja, stirb durch Poison. Auch nicht Yes. schlecht. Alles kalkuliert. Boom. Ja, boom. 17. Ich weiß, das war Smogmog, sorry. Einfach noch ein Meditier. Was soll das denn? Ich bin paralysiert. Wieso muss Mediti eigentlich Scanner haben? Und wieso hat die zwei davon? Oh, das Bärbel! hat Donnerschlag. Bärbel! Das ist die Bärbel! Das hat Donnerschlag, deswegen ist es also hier in der Arena. Also Ja. immerhin noch ein Grund, so halb mit Ja, die wollten zwei dann einfach, Augen glaube ich, mal so ein bisschen so zeigen, dass auch ein Kampf-Pokémon Blitzattacken kann. zu. Ja. Ich hätte immer noch gerne in dem Run Mediti. Kraftkoloss, das ist noch cooler als ein Merrill. Gut, was auch nicht mehr unter uns weilt, weil ich es sterben lassen habe in einem Arena-Kampf. Ja. Rippersuche. Es war noch so jung. Hatte noch sein Never ganzes forget. Leben vor sich. Das war Bitte komm los, Honda, easy. please. Ja, die Okay, Schlupuk hat nevermind. jetzt echt nichts hier in der Arena zu suchen. Vor allem, wieso geht Cut daneben? Ja! Jetzt Crit kommen, nicht einschlafen. Crit! Genau, genau das nicht.
Mauzi schläft tief und fest. Endlich ist wieder aufgewacht. So war nämlich auch wieder 4 Runden. Ja. Ist ja nicht lang oder so. Zickzacks, was ist das? Was war das? Ja, hätten wir das erledigt. Teenager mit seinem Schlubbuck. Du bist genug gelevelt jetzt. Goku hat noch schön EP vor sich. Ebenso wie Elektroball. Was, Walzer? Oh Gott. Also ganz ehrlich, vor Walter habe ich ja wirklich. Ja, vor Walter die Walze, vor der habe ich echt Angst. Mit seinem Motorball? Ach Quatsch. Ja, genau, das ist eigentlich auch nur das. Das wird nämlich bei mir der Moment der Wahrheit. Also erstmal einen kleinen Check machen, erstmal so einen Gut-Check, ob das. Das Voltoball auf Level 17 sofort pulverisiert wird. Das sollte aber noch locker klappen. Gebaum! Ich kann ja an meinem Voltoball eigentlich nachgucken, wie die Verteidigung ist. Mir mal einen Angriff von Kikli angucken. Also, diese Mogelhieb into Schlammbad vergiftet Combo ist anscheinend ein richtiges Fing. Ja? Mogelhieb, dann kurz um Killen, dann vergiftet und dann wird durch Gift gekillt. Das ist hier. Das sind die Rolls des Todes bei dir gerade. Das ist eingeübte Combo zwischen den beiden. Eingeübte Combo. Ich finde. mach Tilo, wenn es reinkommt. Das ist voll lustig. Mit der Drehung oder was? Naja, hui, hui. Ich süß. Ich muss sagen, so von Kämpfen jetzt zum Arena-Leiter ist das diesmal relativ easy. Ja, 17, also dies, ne? Ja, nicht nur das, die kamen jetzt auch nicht so den krassen Pokémon. Gut, ich meine, wir hatten auch bei den anderen schlechte Antworten. Gerade bei Stein, da war es bei mir so ein bisschen so, hier, ja. Giftstachel. So, jetzt hier, das müsst ihr, ne, ist falsch, ausgezeichnet. Das ist noch falsch, aber noch, nee, Spaß. Und, ach, der Teenager steht jetzt im Weg. Ich glaube, das war's einfach, ja, das war's. Ich hatte doch hier irgendwo noch einen Trank, ja genau, da habe ich einen normalen Trank. Ich könnte auch einen super Trank nehmen. So. Dö. Machen wir locker, oder? Ja. Ich sehe schon. Bei dir klappt das prima. Es ist super lustig, ja. Da reinzufahren. Sonic Boom! Danke. Ich mal, wie bis mich hier bis mal auf allen dann kommen. Ah ja, Honda, wir gehen auch hinter. Bis zum Makuhita. Dad. Mach wieder. KP-Bomber. Oh, nice. Da ist er ja. Harry Yama. Der Harry. Harry. Soll ich nochmal heilen gehen? Ist die, keine Heiltränke dabei. Ja, aber auch. Trotzdem. Ich muss mal sparen. Ich habe auch einfach einen Trank und einen Supertrank genommen. Hat er Geld genug? Ja, aber alles war ja bei mir irgendwie. Gut, ich habe auch Mauzi, Zahltag und Münzamulett, ne? So, also 110 KP, Alter. Ja, das wird gerade so reichen bei einem Finale. Also du bist schon mal safe. Ja. So, go. Ich muss jetzt auf den Schaden hoffen. Kikli. Ja, unter Spannung setzen. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt hier, der Moment ist jetzt wirklich spannend für mich. Ob jetzt einfach sagt, Dr. Boom macht Dr. Boom oder
ob's weg ist. Und ob's schneller ist. Oh, Funkensprung, ich war sogar schneller, ey. Holy shit. Gebaum! Nein, nice. Das ist immerhin Elektroball, ne? Volto, nicht das Elektro, auch. Volto. Ja. Er setzt auch gleich Fritzelbliss an, ne, Fritzelbliss, ja, stimmt ja. Aber das sollte ich eigentlich auch wegpunchen. Ich kann mir eigentlich auch mit Honda hochboosten, sehe ich gerade. Ah, wozu? Gegen das Voltenso vielleicht. Wieso opfert er eigentlich den Magneton, bevor Fritzel, den anderen Schnitzel einsetzt? Weil das hat gar keine Chance zu überleben. Signatures. Ja, aber manche haben die auch schon vorher rausgehauen, wenn es Sinn gemacht hat. Ja, ja. So einen anderen Gens, hier anscheinend noch nicht. Voltenso, da ist es. Jaula, bitte mach's tot. 25, Alter. Ja gut, jetzt beim Kampf, ne? Ja. Ist nach dem Fritzelblitz hat's ein Level-Up gemacht. Statik. Tick, tick, tick. Tick-tack. Boah, guck mal, der Ruckzuck, was das an Schaden gemacht hat bei mir, ne? War halt auch ein Jauler drin, aber... Holy... Oh. Er muss jetzt heilen. Genesung. Ist ein Supertrank, ist kein Full-Heal. Aber ich glaube, es ist leider nicht in der Range zum Finishen. Nee, auf keinen Fall. Das ist es nicht, aber... Oh lol, aber viel Schaden. Er macht noch einen super... Achtung. Naja, vielleicht gibt mir noch einen Crit. Ich glaube, das war gerade Max-Roll irgendwie. Das war echt verdammt viel Schaden. Ach, jetzt kommt der Volltreffer. Ja, ich hab's. Ich bin nochmal heilen. Magneto macht doch ganz gut Schaden, ne? Ja, gut, geht, ne? Ich hab keinen Heiltrank eingesetzt. Also, du hast alle. Scheiß Superschall weg, ey. Du hast voll. Du hast alle 5 Heil-Items frei. Falls du sie brauchst. Vielleicht die Para weg und dann healen? Erstmal das Ding hier weg, hier, das Magidon. Und dann. Switch ich, glaube ich. Magneton? War Magneton Pokémon, was auch Finale erlernt eigentlich? Ich weiß, dass die Karte, also im Pokémon-Kartenspiel hatte Magneton-Finale. Okay. Immer gab's sogar. So. So, wir müssen schon mal gucken, was hier über die Schockwelle kann. Ach, die Karte hat immer getroffen, ne? So ja. Wie Aquawelle. Erstmal nochmal ein Sprudel. Oh, mach durch, Jaula. Mit Treffergarantie. Schnelle Elektroattacke. Hat die Plus-Initiative? Also, Achtung, jetzt kommt Paraheiler und dann gleiches Ziel, die Donnerwelle. Pass auf. Okay, Schockwelle. Das kann doch nicht paralysieren, Schockwelle. Ich hoff's. Schaut jetzt nicht bei der Beschreibung dabei. Lass mich mal. Kikli kann ja Felsgrab erlernen. Könnte ich mir auch noch überlegen. Ich habe hier sogar noch Protzer, habe ich gar nicht beigebracht. Okay, es hat Statik. Scheiße, stopp doch kurz. Ich hätte lieber Dings machen sollen. Hm. Schon 3 Jaula, ey. Also, wenn er gleich hier mit Ruckzucki ankommt. Okay, Überwurf tot. Hast du vorher schon mal reinhauen können, oder? Das ist auch übel, glaube ich, Überwurf. Das ist 120 Schaden, ne? Ich glaube 70 oder 80. Ach stimmt, ich habe das gerade mit Gegenstoß verwechselt oder mit sowas. Okay, war eigentlich schon safe. Das war safe, ja. Ohne Hariyama wäre das... Ja, ohne Kikli wäre das. Ja, das ist böse geworden.
Ja, du wärst bei mir auch wesentlich knapper ausgefallen. Ich hätte noch mit Schlupok irgendwie arbeiten können und Amnesie und so, aber... Ja, gut, ich meine, das war's dann auch schon mit dem Part. Wir haben Walter locker aufgemischt, das war kein Problem. Ja, Gott sei Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.